Schauen wir auf den Krieg in der Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte haben Angaben aus Russland zufolge am Abend dreimal die russische Grenzstadt Schewekino beschossen. Dabei seien 15 Privathäuser beschädigt worden. Das teilte der Gouverneur der Region Belgorod mit. Auch ein Fabrikdach wurde demnach beschädigt. An mehreren Orten habe es infolgedessen gebrannt. Informationen zu möglichen Opfern gab es zunächst keine. Ja, nun hört man ja immer mit Interesse hin, wenn Wladimir Putin sich öffentlich äußert. Er hat nun nochmal erklärt, Russland sei bereit, mit der Ukraine zu verhandeln. Wird es also deshalb in absehbarer Zeit Frieden geben? Es ist fraglich. Wir haben jedenfalls bei Ihnen mal nachgefragt, wie Sie darauf schauen. Hier ist Ihre Stimme. Also ich hoffe, dass das was bringt, weil ich finde halt, Krieg ist nie eine Lösung, in keinster Weise. Man soll sich halt über die Probleme unterhalten und darüber sprechen. Also ich würde mich super freuen, wenn da endlich aufgehört wird und sinnlos, sage ich jetzt mal, Geld verballert wird und Leute ihr Leben verlieren für so eine Sinnlosigkeit. Ich persönlich würde mich freuen, also ich hoffe es. Glaube ich nicht, nein. Bisher war alles nur Propaganda, was von der Seite kam, kann ich mir nicht vorstellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wahrscheinlich ist sie schon gestorben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wegen solchen Gesprächen Frieden geben wird, aber ich habe große Hoffnungen. Allerdings glaube ich, bei so vielen Versprechungen, die Putin schon gemacht hat, ist da ziemlich wenig schon rausgekommen. Also im Endeffekt denke ich, dass Putin jemand ist, der sehr viel Taktik im Hinterkopf hat, also sich definitiv was dabei denkt, aber ich glaube, dass man ihm da 100% eigentlich nicht glauben kann, weil er hat bestimmt irgendwas Größeres im Sinn, was er damit erreichen möchte. Ich bin überhaupt kein Experte in solchen Dingen. Nach allem, was ich aber so gehört, gesehen, gelesen habe, würde ich behaupten, dass das wahrscheinlich eher ein Schachzug ist. Ich meine, klar, die Situation ist mit Sicherheit nicht so, wie er sich das gewünscht hätte, mal auf gut Deutsch gesagt. Aber ich weiß nicht. Ich glaube trotzdem, dass wenn man das genießen sollte, dann mit sehr viel Vorsicht. Im Endeffekt müssen wir ja miteinander reden. Also die Lösung wird so oder so am Ende damit aussehen, sei es in 5 oder 10 Jahren, dass wir ja miteinander kommunizieren. Das sind ja immerhin unsere direkten Nachbarn. Also ich würde es mir wünschen, wenn wir dann langfristig dann wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen würden.